Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Heute begleiten für Sie Wolf Fuß und Frank Buschmann die Partie mit nicht ganz alltäglichen Wetterbedingungen. Was sagt der Wetterfrosch? Ja, stimmt, Wolf. Es schneit und schneit und schneit, aber nicht so stark, dass die Partie abgesagt werden musste. Hier die Startformation der Roma. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Atalanta für heute. Sie setzen heute in diesem Spiel auf eine 5-2-3-Formation. Fünferkette hinten, dann nur zwei Mittelfeldspieler, aber die werden natürlich in der Vorwärtsbewegung von den Defensiven unterstützt. Ball draußen, es gibt Einwurf. El Shaarawy. Einwurf jetzt. Van Kerr. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Drame. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Das könnte gefährlich werden. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das gibt Einwurf. So, Buschi, was sagst du zu dem Wetter? Bist du entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Das könnte die Chance werden. Die Chance. Eckball. Den Ball holt er sich. Rafael Toloi. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Gibt's jetzt die Gelegenheit? Drame. Kurtic. Die Defensive steht. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Ball bei De Rossi. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Da trennt er ihn fair vom Ball. Da geht er vorbei. Das ist voller Einsatz im Schnee. Florenzi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das wird hier Ecke geben. Der Ball wurde gut weggefaustet. Gute Aktion. Zieht ab. Da hat der Torwart Glück. Den hätte er wohl nicht bekommen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Aus dieser Distanz abzuziehen ist vielleicht doch eher zu optimistisch. Kelechi Iheanacho. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Andrea Conti. Er nimmt ihm den Ball ab. Wird das eine Torchance? Tolle Flanke. Der Ball ist weg. Da kam die Flanke nicht gut rein.
Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Baloski. Ganz einfach an den Ball gekommen. Jetzt müssen sie aufpassen. Den spielt er steil. Nicola Rigoni. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. El Shaarawy. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kelechi Iheanacho. Und Ecke. Er schießt. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. El Shaarawy. Und auch hier treffen sie nicht. Also die Chancenverwertung ist ein großes Manko heute. Ja, und so wird's dann. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Platzverweis und dazu noch eine äußerst gefährliche Freistoßposition. Und wenn jetzt hier das Tor fällt, wäre das natürlich doppelt bitter. Da kann er ihn stoppen. Dramé. Das könnte die Chance werden. El Shaarawy. Und den Ball hält der Torhüter fest. Den Ball holt er sich. Macht er ihn. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Das war einfach. Schussversuch. Der Ball geht an die Latte. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Da trennt er ihn vom Ball. D'Alessandro. Wird's jetzt gefährlich. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nur Durchgang 2 kann beginnen im Stadio Olimpico. Schauen wir mal, was uns erwartet. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen kühlen Kopf bewahren. Und da geht die Mauer noch ein Stück vor. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da steht die Abwehr sicher. Yannick Ferreira Carrasco ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Atletico Madrid. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig. Kelechi Iheanacho. Und damit weiter kein Treffer hier und weiterhin unentschieden. Macht er ihn. Scheint so, als gäbe es heute keine Tore, Buschi. Ja, zumindest nicht, wenn die weiter beide so gut defensiv stehen. Alle Chancen vereitelt. Das ist die Möglichkeit. Und er schießt. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Und direkt die nächste Ecke.
Und hier jetzt der Statistikvergleich. So viele Ecken gab es bisher. Tolle Aktion vom Torwart. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Nangolan. Und gleich der nächste Eckstoß hinterher. Er schießt. Den hat er wohl. Und er gibt Elfmeter. Er zeigt auf den Punkt, es gibt Elfmeter. Und eine Karte gibt es oben drauf, aber nur die gelbe. Da war der Schiri gnädig. Pass, nichts zu halten hier. Und da macht er doch tatsächlich gleich beim ersten Auftritt sein Tor. Klasse. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen. Überzeugend verwandelt. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Ein bisschen hat es ja gedauert, aber jetzt können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Kurtic. Jetzt könnte es gefährlich werden. D'Alessandro. Keiner war mehr dran. Abstoß. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Jetzt wird es gefährlich. Abgefangen, gut gemacht. Ihr nächstes Duell steht an. Es geht weiter für die Roma. Dann geht es auswärts gegen Palermo. Also wenn du mich fragst, das klingt gut. Ich freue mich drauf. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. El Shaarawy. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Weiter geht's für die Gäste mit dieser Begegnung. Jetzt müssen sie aufpassen. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Er schickt ihn runter und jetzt frage ich dich, Buschi, war's notwendig? Hier rot zu zeigen. Da sind wir wieder bei diesem ewigen Thema Fingerspitzengefühl. Es war ein Foul, überhaupt keine Frage. Aber auf dem Untergrund hier ist es natürlich für den Spieler auch schwierig. Vielleicht wäre Gelb in Ordnung gewesen. Carmona. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Sehr gut aufgepasst. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Carmona. Wird das eine Torchance? Klasse gespielt, guter Steilpass. Er schießt. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Nangolan jetzt am Ball. Sehr guter Einsatz. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie.
So, hier steht es kurz vor Schluss. 1:0. Schnell mal einen Blick auf ihr nächstes Spiel. Der nächste Gegner der Roma heißt Palermo. Das könnte die Kelechi Iheanacho. Und wieder gibt's eine Ecke. 8 Minuten jetzt noch. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Und er gewinnt den Zweikampf. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Pinilla.